Morgan Ladimore war ein großer, edler Ritter. Er kämpfte für die Unschuldigen, Armen und Gepeinigten. Lange Jahre wirkte er eifrig in den abgelegenen Gebieten von Azeroth. Er linderte das Leid der Darbenden und bestrafte die Vergehen der Übeltäter. Im Sommer seines 18. Jahres heiratete er eine junge Frau namens Liz. Sie liebten sich innig und bekamen 3 Kinder, einen Sohn und 2 Töchter. Morgan war 32, als der Krieg in Lordaeron ausbrach. Morgan wurde zum legendären Paladin Uther Lichtbringer abkommandiert, an dessen Stelle gegen die Orks und die Untoten zu kämpfen. An dessen Seite nicht Stelle. Morgan zog in den Krieg und glaubte Frau und Kinder zu Hause in Sicherheit. Jahre vergingen und der Krieg zog sich in die Länge. Morgan wurde Zeuge vieler schrecklicher Ereignisse, darunter der Auflösung der Paladine der Silbernen Hand, des Todes von Uther und der Ausbreitung der Seuche. Vor dem Wahnsinn bewahrte ihn in all der Zeit allein das Wissen, dass er eines Tages wieder bei Frau und Kindern sein würde. Morgan kehrte schließlich tatsächlich in seine Heimat zurück, aber dort war nichts mehr so, wie er es einst gekannt hatte. Die einst grünen Wälder waren jetzt verderbt und wimmelten nur so von Untoten und anderem finsteren Gezücht. Überall sah er zerstörte Häuser und Höfe und der Friedhof von Rabenflucht beherrschte die ganze Gegend. Ein entsetzter, fassungsloser Morgan tritt schließlich eiligst nach Hause zurück, fand jedoch nur Ruinen dort nur Ruinen vor. Nicht ahnend, was in seiner Heimat geschehen war, eilte er zum Dorf, wo er nicht nur Antworten zu finden hoffte, sondern auch seine Frau und seine Kinder. Doch Morgans Nachforschungen waren vergebens. Ein Priester in Dunkelhain, wie der Ort jetzt hieß, sagte, er solle auf dem Friedhof von Rabenflucht nach einem Grabstein suchen. Morgan wollte nicht glauben, dass seine Familie tot war und setzte seine Suche fort. Kein Haus und keinen Hof in der Arbeit ließ er aus. Es war umsonst. Morgan ritt von Dunkelhain ins nahe Seenhain. Vielleicht war seine Familie ja geflohen. Auf dem Weg dorthin beschloss er wieder besseres Wissens, den Friedhof von Rabenflucht einen Besuch abzustatten. Stundenlang ging Morgan zwischen den Gräbern umher. Er stieß auf zahlreiche Namen von Menschen, die er einst kannte, und tiefe Wehmut überkam ihn. Dann fiel sein Blick auf ein kleines, wahlloses Grab mit 3 kleinen Grabsteinen darauf. Ein Frösteln überlief ihn, als er näher heranging. Morgan wischte den Staub vom ersten Grabstein, um seine Inschrift sichtbar zu machen. Die eingravierten Buchstaben, die zum Vorschein kamen, bestätigten seine schlimmsten Befürchtungen. Liz Ladimore, geliebte Ehefrau und Mutter. Morgens Vorahnungen schlugen ihn in Bestürzung um und dann in Kummer. Er fiel weinend auf die Knie. Stunden starrte er auf dieses eine Grab, flehte den kleinen Stein um Vergebung an und schluchzte Entschuldigungen. Dann, Stunden später, änderte sich sein Verhalten plötzlich und er begann, um sich zu schlagen. Er zog sein Schwert und hämmerte damit wild auf die Grabsteine ein, wobei er voller Zorn brüllte. Er war blind vor Wut und schlug um sich, sodass 3 Friedhofsbesucher auf ihn Aufmerksamkeit wurden. Als sie ihn zurückhalten versuchten, richtete sich seine Wut urplötzlich gegen sie und er beschimpfte die unschuldigen Friedhofsbesucher zuerst, bevor er sie alle tötete. Später, als sein Zorn verflogen war, erklärte Morgan, was er getan hatte. Sein blutiges Schwert steckte in der Brust eines... Er erkannte Morgan, was er getan hatte. Sein blutiges Schwert steckte in der Brust eines Friedhofsbesuchers. Völlig von seinen Gefühlen übermannt, zog Morgan ein Messer aus seinem Gürtel und rammte es sich selbst ins Herz. Morgan Ladimors Leichnam und die Leichen seiner 3 Opfer wurden am nächsten Tag gefunden. Morgan wurde schnell und ohne jede Zeremonie in einem eiligst ausgehobenen Grab am Rande des Friedhofs beigesetzt. Morgan hatte nicht nur Unschuldige getötet, was seinen Bezeugungen und seiner Natur vollkommen widersprach. Er war auch von Kummer überwältigt, weil er seine Familie nicht hatte retten können. Deshalb konnte er nicht in Frieden sterben, sondern musste fortan ein Dasein als Toter führen, der keine Ruhe fand. Wenige Tage später wurde sein Grab geschändet und seine Leiche war unauffindbar.
Das Wesen, das einst morgen war, gewesen ist, streift nun durch den Dämmerwald, sich in Selbsthass und Gram über den Verlust seiner Familie verzehrend. Mor'Ladim, wie sich das Wesen jetzt nennt, streift blind vor Hass und Rachsucht, wahllos töten im Dämmerwald umher. Boah, eine wirklich tragische Geschichte. So, Mor'Ladim. Wie ich von den Speeren hörte, irrt Mor'Ladim auf merkwürdig verschlungenen Pfaden durch den Dämmerwald. Sein Weg führt ihn dabei über den Friedhof. Wir haben ihn hinter dem Haus auf dem Hügel begraben. Wisst ihr, wo das ist? Ich kann leider nichts tun, um euch zu helfen, aber ich wünsche euch viel Glück. Das ist ja nett. Immerhin wünscht ihr uns Glück. Ja. Mor'Ladim, eine, wie gesagt, sehr tragische Figur. Und leider gibt es solche Geschichten ja auch immer wieder in diesem Kosmos, dass einfach nicht sterben wollen aufgrund von Kummer, Hass, Zorn und ähnlichen Gefühlen. Jetzt stell dir mal vor, das würde in unserer Welt passieren. Das wäre, glaube ich, ziemlich schlimm. Ja, okay. Wir müssen Mor'Ladim auf jeden Fall ein Ende bereiten. Und Mobbin Teufel ebenfalls, den wir auch noch auf unserer Liste stehen haben. Aber wir gehen erstmal Bären jagen. Weil man muss ja auch irgendwelche Quests machen, die halt eben einfach nur da sind, um Sachen zu töten. Und da gehört das auch dazu, wenn wir dann irgendwann mal wieder ankommen. Wie lange so eine Minute dauern kann immer mit diesem Flugpunkt. Aber immerhin ist es nur eine Minute und nicht wie manch andere Flugpunkte wesentlich länger. So. Und dann sind wir auch schon da. Mit der Schwester sprechen wir gleich. Wir gehen jetzt erstmal Bären jagen. Obwohl, nee, wir sprechen erst mit dir, falls wir auch dahin müssen. Die Toten schreien nach Trost, ihre Qual hallt durch den Wind. Der lauernde Lich. Es ist ermutigend, dass jemand, der sich erst kürzlich erholt hat, von den Nöten anderer berührt wird. Sven erspart sich Leid, weil er nicht über sein eigenes Unglück grübelt. Vom Licht beführt. Sven hat recht. Ich fühle etwas Mächtiges und Böses tief unter dem Friedhof von Rabenflucht. Das Böse verbirgt sich in seinen Katakomben. Mor'Ben Teufel könnte die Ursache dafür sein. Ihr werdet die Macht des Lichts brauchen, um ihn zu besiegen, Navani. Sven sagte mir, dass die Helden, die Mor'Ben Teufel ursprünglich töteten, ein Artefakt aus lichtgeschmiedetem Eisen benutzt haben, das von heiliger Macht erfüllt war. Das Artefakt ist noch immer hier. Er ist immer noch hier. Ich fühle es ebenfalls. Es ist ein schimmerndes Licht in der Dunkelheit. Sucht in Rabenflucht danach und lasst euch vom Licht führen. Und die Schreie der Toten. Könnt ihr sie hören, Navani? Es sind so viele. Sie wandern in ihren Gräbern entlang, stolpern auf verwesenen Gliedmaßen über den Boden, über den kalten Boden. Die Toten schreien in der Stille. Sie leiden in ihrem eigenen Fleisch und wurden aus ihrem Schlaf gerissen. Jede Nacht gehe ich auf den Friedhof, um mehr von ihnen Frieden zu bringen, aber es sind nie genug. Helf mir, Navani. Löst die Ghule, die über den Friedhof von Rabenflucht ziehen, von ihrem Leid. Tötet so viele, wie ihr könnt. Genug der Plauderei für heute. Uff. Und das war noch... Ah ja, genau. Okay, wir gehen trotzdem erstmal Bären jagen. Damit da Bibbers, dieser Feigling, seine Sachen kriegt für für das Serum. Lecker Bärengehirn. Schwerer als man erwartet hätte. Ja. Das kann durchaus sein, dass es ein bisschen schwerer ist. So. Die sind aber auch ganz schön verteilt hier, diese ganzen Bären. Oh, warte mal, wir sind noch Level 30 geworden. Ich habe den Talentpool noch gar nicht hier belegt. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ja, ja, das war das. Das war Bewegungstempo. Zeigst du den Halt durch alle 2 Sekunden. Ja. Könnt ihr kritische Trefferchance eurer Angriffe die Kombo-Punkte generieren um 5%? Und... Oder erhöht den Schaden eurer Waffengifte. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber kritische Trefferchance von Kombo-Punkt-Angriffen? Ja, das nehmen wir doch mit. Wir haben noch so viele Heilprobleme, dass wir Zeichen bräuchten zum Heilen. Daher machen wir jetzt einfach mal so.
Nee, du schläfst nicht. So. Jetzt wollen wir mal nochmal 4. Da ist wieder einer. Weil die casten diesen Winterschlaf aber auch echt schnell, ey. Haben wir jetzt hier bekommen? Ah ja. Finsterstoß hat eine höhere Chance nochmal zu treffen. Das ist nicht schlecht. Da ist nochmal ein Bär. Oh, es ist mal wieder hell. Schon lange keine hellen Gegenden mehr gesehen. Zumindest mit der Schurken. Außer eben kurz mal Sturmwind. So. Und dann war es gleich nur noch einer. Und da drüben sehe ich den auch schon. Nein, du gehst nicht in den Winterschlaf. So. Oh, Energiegeneration erhöht. Sehr schön. Like this. Und der hat auch gesessen gerade. Sehr schön. Ich flieg mal über die Bäume. Ich sehe sonst nichts. Warte mal, was? Sonst fehlt immer noch eins. Och, nö. Ist wieder der letzte keins gedroppt, oder wie? Wie kann denn ein Bär kein Gehirn haben? Also wortwörtlich kein Gehirn haben. Oder habe ich mich einfach verzählt, weil ich wieder doof war? Das kann natürlich auch sein, das ist nicht auszuschließen. So. Jetzt erstmal. Ne. Hier. Bivers. Du Feigling. Was kann ich für euch tun? Habt ihr sie bekommen? Habt ihr sie? Danke. Oh, danke. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so glücklich sein würde, diese Gehirne zu riechen. Jetzt, da ich es nicht selber holen musste, bin ich es. Hier ist eure Belohnung. Wie versprochen. Gott sei Dank war es das, ey. Und die Schuhe sind besser als meine jetzigen. Oh ja, dann nehmen wir sie mit. Obwohl ja die kritische Trefferchance eindeutig besser ist. Ja, komm. Wir behalten uns aktuellen. So. 20 Ghule müssen wir hier töten. Well, this could take a while. Aber halt nur die Ghule. Das sind ja auch andere Gegner. Okay. Dann kämpfen wir uns einfach mal hier so durch. Und erstmal in Richtung von Mor'Ladim. Zu dem fertig machen. Das war eine Elite-Quest, aber ich glaube, den kriegen wir fertig. So. Wir müssen uns nur ein bisschen anstrengen. Aber ich glaube, das ist machbar. Jetzt betäubt mich diese blöde Spinne auch noch. Ich glaube es ja nicht. Stirb doch einfach. So. Was mit Mobilius hier auf sich hat, das habe ich irgendwie noch nicht ganz rausgefunden. Sollen wir den einfach mal kaputt hauen? Wie Leben hat denn der? Ui, 9000 Leben. Das ist ein bisschen was. Dann gehen wir erstmal an Mor'Ladim ran, bevor wir uns um den kümmern. Aber eventuell müssen wir den sowieso umhauen. So. Wo ist jetzt Mor'Ladim? Hier ist es ja noch dunkler. Junge, ey. Hier siehst du ja gar nichts mehr. So. Und wo ist Mor'Ladim jetzt? Da ist er. Oh. Ich hänge fest, Mann. Okay, die kann man nicht ausnocken. Aber ich würde Mor'Ladim am liebsten alleine angreifen. So. Okay. Mach mir den fertig. Oh ja. Ey, der geht ja echt gut down. Der geht richtig gut down. Easy. Mor'Ladims Schädel. Haben wir gekriegt. So, dann können wir uns jetzt nach da drüben bewegen. Und ich glaube, dass in der Gruft, in die wir uns eh gleich reinbewegen, noch mehr Untote sind. Deswegen müssen wir jetzt nicht alle hier oben niedermetzeln. So. Eher halt diese Spinne, die da in der Nähe sich von dem
Erdhaufen befindet. So. Genau diese. Was haben wir jetzt hier? Vom Licht hier geführt. Ihr findet einen leuchtenden Metallstab, der in der kalten Erde vergraben wurde. Doch es gibt Löcher darin. Anscheinend fehlen Teile des Artefakts.